Also, schönen guten Morgen. Erste Session heute, Webinale Stage 2, habe ich gesehen. Schön, dass ihr da seid, dass ihr nicht auf einer anderen Bühne seid. Also, dass ihr heute bei mir zu Hause seid und mir ein bisschen zuhört, was ich zum Thema Performance und Accessibility zu sagen habe. Der Titel ist, den habe ich mir so ein bisschen, war der ein bisschen anders in meinem Kopf. Im Prinzip war der so Accessibility loves Performance, also ja, dass auch die Barrierefreiheit und die assistiven Technologien davon profitieren, wenn eine Website performant ist. Halt, ne? Mein Name ist Sven Wolfermann, Mad Designs im Internet. Ich bin freier Entwickler, Frontend würde ich es jetzt häufig benennen, also die Themen, die halt wirklich ganz, ganz vorn sind, weniger Backend-Technologie, weniger JavaScript, aber auch, aber die Themen rund um CSS, Accessibility, Performance, semantisches Web und so, das sind so meine Themen und da unterstütze ich halt Firmen und Agenturen im Projektgeschäft und bin hier und da halt unterwegs und heute geht es im Prinzip um Accessibility und Performance. Den Klicker hier. Der klickt nicht, den muss man anklicken. So. Ich stelle mal ein bisschen ein, wir haben ein bisschen was aufzuholen. Worum geht es eigentlich und wo sind die Problematiken halt? Ne? Im Schnitt produzieren wir mittlerweile halt Webseiten, die größer und kleiner sind, aber im Durchschnitt sind die ungefähr mobile Anwendungen 2,5 Megabyte. Das ist relativ viel. Der eine sagt, ja, da sind wir locker drunter. Der andere sagt, oh, das schaffen wir nicht, weil A und B halt. Ne? Aber im Schnitt ist das halt gefühlt auch meiner Meinung nach relativ viel. Erst recht, wenn man sich dann das vor Augen führt, wie lange dauert dann das halt, um in einer 3G-Verbindung halt herunterzuladen zu werden. Also 13 Sekunden dauert das halt, 2,5 Megabyte, bis quasi die ganze Seite halt in 3G runtergeladen ist. Also 13 Sekunden schon relativ lang halt. Ne? Und jeder denkt sich bestimmt, umso schneller eigentlich, umso besser. Und das können wir definitiv verbessern. Und wie teilt sich das auf? Was sind eigentlich die 3,5, 2, 3, 4 Megabyte halt? Im Schnitt gesehen sind es ungefähr 2/3 an Bildern. Das ist sicherlich klar. Also wir haben im Webdesign halt da ein bisschen mehr ja, Trends gesehen, dass halt mehr Bilder verwendet werden, dass größere Bilder verwendet werden, dass natürlich hochauflösende Bilder verwendet werden. Das ist natürlich, führt das eine zum anderen halt, ne? Und dementsprechend sind natürlich Bilder auch der größte Anteil halt. Aber nicht nur Bilder, auch JavaScript hat deutlich zugenommen, ja, also immer mehr und mehr Anwendungen beruhen halt auf JavaScript im Hintergrund und diese Skripte werden größer und größer aus unterschiedlichen Gründen halt, vielleicht weil die Webseiten ja dann auch dementsprechend umfangreicher werden und das benötigen, aber nicht immer benötigen sie das. Webfonts nehmen zu im Schnitt, ne? Also da hatten wir vor Jahren noch weniger halt im Einsatz halt und aber hier im Schnitt nimmt es natürlich auch zu, ganz klar, wir kriegen ein bisschen Multimedia aktiveres Web halt und dementsprechend andersrum finde ich es recht erstaunlich, dass Video im Schnitt noch gar nicht so viel ja, einnimmt von diesem Kuchen, den wir da haben. Ne? Wir haben in den letzten 4 Jahren eine Verdopplung gesehen. Ne? Das ist hier eine Statistik von archive.com und die haben mehrere Millionen URLs analysiert halt und überprüfen die Tag für Tag, Monat für Monat halt und wie sich das so entwickelt. Und innerhalb von 4 Jahren hat sich quasi die durchschnittliche Webseitengröße halt hier verdoppelt. Und das ist durchaus schon beachtlich halt, ne? Also im gewissen Sinne negativen Aspekt halt. Ne? So, wo liegen die Probleme? Also was sind die Probleme? Ich denke, viele von euch kennen das und viele von euch
die sich ein bisschen auch mit der Performance-Optimierung schon beschäftigt haben, kennen halt die groben Probleme halt. Als erstes ist häufig zu nennen, viel zu viel JavaScript. Ne? Dann natürlich große Bilder. Ja, ich sagte schon, ja, das ist so, wir brauchen oder wir, ne, im Design werden mehr und mehr größere Bilder halt verwendet. Nichtsdestotrotz sind meistens die Bilder auch vielleicht nicht ideal komprimiert, wie sie sein könnten und könnten dadurch halt auch noch einiges an Bytes sparen. Halt, ne? Ja, die Probleme sind, dass Code ungenutzt bleibt, also dass wir vielleicht CSS oder JavaScript laden, was gar nicht ausgeführt wird. Ne? Das ist so ein Thema, das kann man sich annehmen und überprüfen, ob man ungenutzten Code quasi eliminieren kann. Dann sind die Themen, wie werden die Dateien überhaupt geladen? Also da können wir einige Strategien fahren halt, um quasi so schnell wie möglich für den Nutzer was anzuzeigen halt. Da sind mittlerweile halt im Browser mehrere Möglichkeiten und hin und wieder ist das Potenzial halt nicht ausgeschöpft und wir könnten halt durchaus dadurch mit Umstellung der Ladetechnik halt einiges optimieren. Caching ist immer so ein Thema. Ja, Caching wird häufig auch, obwohl man eigentlich da denkt, ja, das ist doch bekannt und das macht der Server eh oder irgendwie, ne? Aber durchaus kann man da halt einiges gewinnen, halt, wenn man da bestimmte Strategien ansetzt, beziehungsweise wenn man daran denkt, dass es überhaupt angeschalten ist. Ne? Caching ist eine schwierige Sache, wissen wir, ne? Das Schlimmste ist ja halt dann Cache-Invalidierung, dass dann da wirklich die neuen Sachen halt auch ausgespielt werden. Schwieriges Thema, meist auch gar nicht so abhängig oder beziehungsweise wir als Frontend-Entwickler, Designer können häufig gar nicht groß Einfluss darauf nehmen, weil es dann wirklich so Servertechniken sind oder so. Aber definitiv immer wieder ein Problem bei vielen Webseiten. Dann so Themen, große DOM-Strukturen, also ja, Thema Longpager, alles auf einer Seite oder wirklich noch mehr strukturiert, noch mehr Module weit verzweigt. Also das ist durchaus ein Problem. Und das, um das ein bisschen vorwegzunehmen, ist auch definitiv ein großes Problem halt für die Barrierefreiheit. Ne? Und was allerdings das größte Problem ist, dass zu viel JavaScript ist und bleibt so. Performance ist User Experience. Das ist nicht nur für uns, ich sag mal, die das Web normal bedienen und sehen können halt, aber auch für benachteiligte Personen halt ist es definitiv halt ein Problem. Und umso besser die Seite performt, also umso besser sie lädt, umso schneller sie lädt halt, umso besser ist das halt für die User Experience. Nicht nur halt für benachteiligte Personen, sondern für jeden eigentlich. Ne? Und es ist ganz klar, das sind auch nicht ganz neue Statistiken und es gibt immer wieder Statistiken, umso schneller die Webseite, umso besser konvertiert vielleicht auch die Seite. Also sei es nur im monetären Sinne halt, dass sie mehr Verkäufe generiert, wenn sie schneller ist, dass die Nutzer halt längere Sessions machen oder eher geneigt sind, halt auf der Seite zu bleiben halt, ne? Umso schneller, umso besser. Da gibt es vielerlei Case Studies halt, die das bewiesen haben. Firmen haben halt Performance-Optimierungen gemacht und haben dadurch halt vielleicht auch einfach nur mehr Logins, längere Sessions, höhere Werbeeinnahmen dadurch, ja, auch wenn sie nicht quasi direkt ein Verkaufsportal oder sonstige sind. Ne? WPOstats.com ist hier eine Seite, die sammelt diese Case Studies, die kann man dann gern mal einen anderen mal auf die Nase binden, halt, um zu zeigen, gucken Sie mal, da hat das und das gebracht und wenn es einfach nur ein paar Prozent sind, hat es schon echt viel gebracht. Die Frage, die ich auch häufig gestellt bekomme, ja, schneller machen, schnellere Webseiten, wie schnell denn, was ist denn schnell? Und da gibt es natürlich halt Studien darüber, was ist denn schnell genug, wie empfinden wir Geschwindigkeit? Das hat jetzt weniger mit dem Web an sich zu tun, also einfach nur halt allgemein, ne? Wie empfinden Menschen quasi Geschwindigkeit, wenn sie einen Task ausführen? Da sprechen wir davon, wenn wir bis 100 Millisekunden halt ein Feedback bekommen, eine Antwort halt, dann ist das quasi instant, sofort, ja.
der Nutzer hat, weiß ich nicht, einen Button gedrückt und es passiert im Anschluss sofort etwas, was er erwartet in dem Sinne. Alles gut und schön. Bis 300 Millisekunden ist das auch, wenn man so will, halt auch noch in dem Rahmen. Aber da merken wir schon, oh, das hat eine kleine Verzögerung gegeben halt. Ne? Also ich habe geklickt und nicht sofort ist es passiert, sondern hat kurz einen Moment gedauert, dann kam eine Antwort halt. Ob das nur ein User Interface ist oder irgendwas anderes, mal dahingestellt. Bis 1000 Millisekunden, eine Sekunde, gehen wir davon aus, ja, die Maschine tut. Ne? Also der Rechner muss was machen, der Server muss antworten, wie auch immer halt. Ne? Also ich habe ein Formular abgeschickt halt und bis dann die Antwort kommt halt, ja, das muss ja verarbeitet werden. Also da gehen wir davon aus, dass das im Prinzip völlig im Rahmen ist und alles okay ist halt. Ne? Das ist irgendjemand ist ja da im Hintergrund und der Server arbeitet, holt Daten und gibt uns das dann halt zurück. Alles gut. Ab einer Sekunde, wenn das länger dauert, dann beginnen wir aber schon so langsam abzuschweifen und gucken halt, ah, das Wetter ist aber heute nicht so schön halt, gestern war es viel schöner halt, ne? Und ist überhaupt jemand in dem Chat halt, hat jemand Fragen und so. Und wenn wir so bei 10 Sekunden ungefähr landen, dann sprechen wir davon, dass der Nutzer geneigt ist, diesen Task abzubrechen oder halt, naja, wir kennen das Reload, F5, also das sind so Dinge. Könnt ihr euch mal selber fragen halt, wie ist das bei euch so? Ich bin häufig schon etwas früher geneigt abzubrechen oder neu zu laden oder ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Man muss davon ausgehen, wie schnell ist meine Internetverbindung und ist es überhaupt möglich? Aber 10 Sekunden zu warten, finde ich schon teilweise lang. Ne? Aber das mal so ein bisschen als Hintergrund, wie fühlen wir denn Geschwindigkeit und wo wollen wir eigentlich hin? Also wir wollen eigentlich bei 1000 Millisekunden, bei einer Sekunde landen halt. Ne? Das heißt, wir wollen dem Nutzer in der Zeit ein Feedback geben. Ne? Also das heißt nicht, wir wollen die Seite komplett geladen haben. Das ist auch fast nicht möglich. Ne? Wir wollen das initiale Rendern einer Webseite halt innerhalb von einer Sekunde in schnellen Netzwerken schaffen. In langsamen Netzwerken wie 3G, da wären 3 Sekunden schon super, weil technische Gründe und so weiter. Aber auch das ist nicht einfach, je nachdem, wie groß unsere Seite ist, wie viele Anforderungen wir haben halt. Ne? Aber das ist so unser Ziel halt, wenn wir so schnell wie möglich dem Nutzer irgendwie was präsentieren wollen und dass er bei uns bleibt halt, dann wollen wir innerhalb von einer Sekunde ihm etwas anzeigen. Heißt nicht, dass wir die Seite in der Zeit komplett geladen haben. Da gibt es halt Strategien, Lazy Loading und so weiter halt, ne, was wir da machen können. Aber das so mal als Hintergrund. Ne? Also das wollen wir halt im Prinzip ganz gerne erreichen. Und ich habe halt schon gesagt, es ist nicht immer so einfach. Das hat teilweise technische Gründe. Und wie so ein Browser funktioniert halt, wie so ein Netzwerk funktioniert halt, ne? Gerade mobil, wenn wir da unterwegs sind halt, ne? Im Funkzellennetz und so. Ihr kennt das. Bis es dann quasi erstmal am Browser angekommen ist, also wenn wir das schon empfangen haben und heruntergeladen haben, das ist ja dann schon mal ganz gut, ne? Und dann fängt ja die Browserarbeit an halt. Und wen das halt ein bisschen interessiert, der kann gerne mal halt hier für die neue Firefox Engine hat Mozilla einen Blogpost geschrieben halt, wie sie quasi umgestellt haben und wie die interner funktionieren, also wie der Browser quasi diesen Code, den er kriegt, die Daten auseinandernimmt und dann darstellt halt. Ne? Ein bisschen werden wir uns diesen Prozess anschauen, weil wir das zum Verständnis brauchen halt, grob im Überblick halt, was passiert dann halt, ne? Was wird gemacht, also DNS-Requests und so weiter, TCP-Connection halt, dann letztendlich die Server Antwort, bis sie dann da ist und ganz rechts der Teil, der blaue Teil, das ist der Teil, den wir uns anschauen. Der wird im Frontend, wenn man so will, halt dann auch interessant und spannend. Das Prozessieren der Daten halt, ne, und die Events, die daran geknüpft sind halt. Ne. Das bedeutet, der Browser bekommt die Daten und dann was passiert auf dem Weg, bis die dann letztendlich gerendert werden, wirklich in Pixeln, dass wir die sehen können halt. Ne? Der Browser baut ein
Document Object Model auf, das DOM halt, ne, gleichzeitig halt, wenn er CSS kriegt, das ist ja in den meisten Fällen so, dann baut er auch ein CSS-OM auf halt, ne. JavaScript ist je nachdem abhängig davon, ob es direkt geladen wird oder nicht und so weiter, dann, wie schon gesagt, da kann man einige Strategien fahren und wann wird dann das quasi prozessiert halt, ne, kommen wir auch gleich noch ein bisschen dazu, was da möglich ist. Er baut dann den Render-Tree auf, ne, das Layouting und zum Schluss wird das Painting ausgeführt, also wirklich die Pixel auf den Screen gemalt halt, ne, so wie wir dann die Webseite sehen. Und da kommen wir jetzt dazu, wann werden denn accessive Technologien angeschlossen halt, also wann greift zum Beispiel ein Screenreader halt ein, ne, und was macht der Browser für diesen Screenreader, ne? Der Browser baut nämlich dann, wenn es soweit ist, dass er ein Render-Tree hat und quasi Layout aufbauen würde, gleichzeitig den Accessibility-Tree auf hat, ne? Also er baut quasi die Informationen, die er anhand von HTML zum Beispiel halt findet, in diesen Accessibility-Tree auf, um die dann sozusagen an die angeschlossenen Ausgabegeräte halt weiterzugeben halt, ne? Sei es ein Screenreader oder andere Dinge halt, ne? Und da ist genau der Punkt halt, umso länger dieser Schritt zuvor dauert halt, umso später kommen halt die Informationen an diesen Accessibility Tree und dementsprechend halt auch an die Technologien, die angeschlossen sind, also an den blinden Nutzer beispielsweise halt, ne? Und das sind die Punkte, die wir am liebsten optimieren wollen würden. Also es gibt mehr Punkte, die wir halt in der Performance-Optimierung optimieren können. Aber im Zusammenspiel und im Hinterkopf halt, was die Accessibility betrifft, halt sollten wir diesen Prozess, diesen Weg halt so schlank wie möglich halten. Und vor allen Dingen halt auch, was das Layout betrifft, so wenig wie möglich das verändern halt, ne? Durch JavaScript und so weiter halt, ne? Wir gehen nochmal ein bisschen weiter da. In Chrome kann man ganz gut sehen, was quasi für Informationen hinterlegt sind. Wenn ihr im Chrome-Tab, also mit Chrome:// accessibility halt eingibt, ne? Es gibt ja auch andere Chrome-DevTools, Chrome-Einstellungen und so weiter halt. Da gibt es so Chrome-Interner halt, ne? Und Accessibility, dort könnt ihr im Prinzip auch ein bisschen, näher euch das anschauen, wie das da sozusagen im Chrome-Browser zusammenhängt und welche Informationen da halt vorliegen hat. Ne? Das ist der Hintergrund, also wie quasi Accessibility-Technologien darauf zugreifen. Also sie greifen auf einen Accessibility-Tree zu und alles, was da drin steht, halt super. Ne? Alles, was da nicht drin steht, nicht so toll. Aber wie gesagt, bis der halt aufgebaut ist oder wenn der quasi immer wieder geupdatet werden muss halt, dann kann es zu Performance-Problemen kommen. Also nicht nur ja, für die, die sehen, was passiert, sondern auch für die, die es vielleicht gerade nicht sehen. Heißt also, wir machen nicht nur Performance, also Performance-Optimierung hilft eigentlich jedem, wenn man so will. Also es ist nicht so, dass es die gefühlte Geschwindigkeit besser gemacht wird und dann halt, ne, weil wir gerade den Aufbau halt sehen, ne? Sehen wir das, was passiert, sondern es hilft im Prinzip jedem, wenn wir Performance-Optimierung machen. Mal ein bisschen zwei Schritte zurückgegangen, welche Dinge gibt es denn halt, ne? Also Performance-Optimierung ist natürlich nicht neu halt, wird natürlich immer wieder ein bisschen angepasst halt, ne? Also hier zurück in 2007 halt die ersten Performance-Regeln von Yahoo mit dem Y-Slow Indikator hier im Browser, der hat natürlich halt so Regeln aufgestellt, die damals für die Browser, die es gab, also hauptsächlich i6, i7, aber auch weitere Browser dann halt im Zuge dessen halt, ne, der Firefox und so weiter, für die Browser angepasste Regeln. Wenn man sich das so durchliest halt, denke ich aber, man wird ein paar Dinge vielleicht schon kennen oder erkennen oder wenn man sich schon ein paar Dinge dazu angeschaut hat, was Performance-Optimierung meint halt, dann findet man Dinge halt hier auch wieder und viele von den Regeln, die es damals gab halt, gelten auch weiterhin, auch mit moderneren Protokollen wie HTTP2 halt, ne? HTTP2 macht ein bisschen was besser, also wir können auf ein paar Dinge verzichten und das Protokoll
liefert uns ein bisschen mehr Möglichkeiten halt, um hier auch für die Performance was zu nutzen, auch für die Sicherheit und so weiter. Aber die meisten Regeln gelten halt weiterhin. Also Requests minimieren, Assets komprimieren halt und so weiter, Caching. Also das sind Dinge, die weiterhin gültig sind, die jetzt das Netzwerkprotokoll dann nicht einfach unnötig gemacht hat. Ne? Ja, und wie können wir jetzt halt die Dinge halt testen, wenn wir sagen, okay, wir wollen uns das mal ein bisschen anschauen und analysieren halt. Da gibt es mehrere Test-Tools. Also ich will jetzt auf eins ein bisschen näher eingehen halt. Das ist das Lighthouse-Tool, ne, weil wir es mittlerweile halt in den Chrome DevTools integriert haben und weil es halt mehrere Dinge gleichzeitig betrachtet. Also es gibt natürlich Test-Tools für Accessibility, also rein für Accessibility, ob ich alles vielleicht gut beschriftet habe oder der Kontrast stimmt und so weiter. Ne? Und es gibt reine Performance-Mess-Tools halt. Ne? Und Chrome hat mit Lighthouse hier ein Tool uns bereitgestellt, was mehrere Dinge gleichzeitig analysieren kann halt. Also nicht nur Performance und Accessibility, sondern auch das Thema, ob die Webseite für Progressive Web Apps vorbereitet ist, SEO-optimiert und so weiter halt. Ne? Best Practices. Dort kann man quasi so ein Audit machen, also so einen Testdurchlauf machen und dann kriege ich Kennzahlen halt, wie gut die Seite, meine Seite halt an der Stelle halt fungiert. Das kann ich einerseits halt in den Chrome DevTools direkt machen. Es gibt auch externe Services oder Plugins für Chrome, aber in den DevTools ist es jetzt mittlerweile auch etwas prominenter halt platziert. Früher war das unter einem Audit ein bisschen versteckt, jetzt ist es halt direkt unter Lighthouse und da sieht man jetzt hier eine Beispielseite, die nicht genannt werden will, das Scoring für Performance und Accessibility halt. Accessibility ist halt ganz okay, würde ich sagen, kann man auch was machen. Ne? Da gibt es dann Tipps, die Lighthouse einem sagt, was noch zu verbessern wäre. Und Performance sieht hier an der Stelle halt nicht ideal aus. Halt, ne? Das hat jetzt keine direkte Verbindung miteinander, ne? Aber wie gesagt, also die Performance beeinflusst teilweise halt auch die assistiven Technologien. Da können wir halt definitiv halt was machen. Und ich hatte am Anfang gesagt, ein Thema ist halt, dass wir unter Umständen zu große Seiten bauen und vor allen Dingen zu große Dome-Trees, weil, wie schon gesagt, dieses Dome wird quasi ja auch übersetzt in den Accessibility-Tree. Und umso größer das Dome, also umso größer dann halt auch dieser Accessibility-Tree, Ausgabe an Geräten, Updates und so weiter, umso schlanker, umso besser, um es mal kurz zu fassen. Ne? Hier in dem Beispiel ist es so, dass wir angezeigt bekommen, dass halt 2299 Elemente halt in dem Dom haben und das halt laut Lighthouse ein bisschen zu viel wäre halt. Wir sollten uns doch bemühen, weniger als 1500 Knotenpunkte zu haben mit einer maximalen Tiefe von 32 Knoten, also Verschachtelung in dem Sinne halt. Ne? Das ist so die Empfehlung, was hier Lighthouse sagt. Wir kennen das, unsere Seiten werden größer, umfangreicher, komplexer halt. Ne? Aber das führt natürlich an einer oder anderen Stelle halt dann zu Problemen halt. Ne? Und sei es nur, dass es halt für die Barrierefreiheit nachteilig ist. Ne? Wie brechen wir das runter? Ich meine, es ist nicht so einfach. Ich weiß das selbst. Es wird komplexer. Wir nutzen andere Tools. Aber im Grunde genommen sollten wir uns ein bisschen darauf wieder besinnen, halt das ein bisschen einfach zu strukturieren. Wir haben mittlerweile mehr Möglichkeiten, auf jeden Fall semantisches HTML schreiben, wo es geht, quasi native Funktionen nutzen, native Elemente wie Buttons und so links, ne? Native HTML5 Inputs halt und so weiter halt. Ne? Alles die Dinge halt, die für den Browser ja schon da sind und die Browserfunktion auch nutzen können, halt hilft dann halt natürlich auch solchen Dingen für die Barrierefreiheit. Ne? Ich gebe mal ein Beispiel, ich will da kein Bashing machen, aber hin und wieder, ihr werdet es sicherlich wissen, halt, ne? Die Designer möchten ganz gern halt die Input-Elemente halt dementsprechend hübsch gestaltet haben und vielleicht dann auch ein bisschen von der UX her ein bisschen besser halt. Ne? Hier ist ein Beispiel vom Material Design, wie Radio Buttons dort gestaltet sind. Soweit schön und gut. Ne? Das ist durchaus gut und ich finde auch, leider können wir Radio Buttons, Select Boxen und so weiter halt nicht so sehr optimal
gestalten als mit CSS. Ne? Gestern hatte auch gab es auch einen Vortrag dazu, was da verbessert werden soll, aber das mal nebenher. Hier ist das Beispiel von Material Design, wie viel Markup für diesen Radio-Button halt notwendig ist. Also neben den immerhin Label und den Input-Feldern halt relativ viel Diffs für die ganzen Effekte und Stile halt, ne, die dann ja das dementsprechend halt darstellen sollen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, umso mehr Radio-Buttons auf einer Seite, umso mehr Code wird das und umso mehr, ne, jeder Eintrag, jedes Div ist im Prinzip hier ein DOM-Knoten halt und umso mehr wird darauf aufgebaut halt, und wenn sich das ändert und angepasst wird, ne, dann ist das natürlich halt für die assistiven Technologien ein Accessibility-Tree ein Problem halt, ne. Gott sei Dank, so gesehen, brauchen wir gar nicht so viel. Also man kann viele, viele Design-Aspekte mittlerweile ganz gut halt auch mit CSS abdecken. Nicht alles, nicht überall, aber im Beispiel von Radio-Button oder einer Checkbox kann man es halt durchaus machen. Da reicht normales, simples HTML, semantisches HTML, ein Input-Feld und ein Label, und dann sind die im Prinzip auch zugänglich. Und ja, also jetzt bin ich mit der Tastatur hier. Also die bleiben Tastatur bedienbar halt, der Fokus ist gegeben halt, und ja, wenn man so will, im Prinzip, ne, man kann es noch ausweiten und noch erweitern halt mit noch mehr CSS, klar. Aber das würde schon, denke ich mal, den meisten Ansprüchen genügen halt. Und wie ihr vielleicht seht, ist es einfach nur eine Input und also eine Radio-Input-Box und halt ein Label, und mehr ist eigentlich nicht notwendig, ein bisschen CSS und eigentlich Markup brauchen wir da gar nicht mehr. Ne? Das soweit zu dem Markup und semantisches Markup und so schlanken Code, wie es geht, schreiben. Ne? Es ist nicht immer einfach, ich weiß es selbst, auch gerade jetzt Themen wie Grid oder Flexbox benötigen quasi ein Container-Element halt und so weiter, aber ja, trotzdem versuchen, das so schlank wie es geht zu halten. Das nächste Thema ist halt Parsing-Blocken, das JavaScript vermeiden halt. Ne? Also ich sagte schon, ne, dass in dem ersten Screen ist es so ein bisschen abhängig davon, ja, ist JavaScript im Head referenziert und muss dann quasi direkt ausgeführt werden oder wird es asynchron nachgeladen halt. Auf jeden Fall sollte man das im Head, wenn es nicht quasi direkt benötigt wird für irgendwelche Aufgaben halt, vermeiden. Und wenigstens asynchron laden oder halt ans Ende der Seite halt. Und dazu gebe ich mal nochmal einen Überblick hier, wie lädt der Browser quasi hier JavaScript. Also mittlerweile lädt er mehrere Dateien gleichzeitig, also er lädt. Ne? Dann führt er aber die Dateien in der Reihenfolge, wie sie geladen werden, halt aus. Ne? Also zuerst die Slider, dann Animate und Cookie sozusagen halt. Ne? Das ist das klassische Rendering. Mittlerweile haben wir da halt mehr Möglichkeiten. Wir können halt sagen, das JavaScript soll bitte asynchron halt geladen werden und eben nicht den Aufbau halt behindern. Ne? Also ja, hier seht ihr vielleicht, was damit gemeint ist. Also es kann das DOM wird quasi parallel schon mal aufgebaut, die JavaScript-Datei wird parallel angefragt, und sobald sie da ist, würde sie quasi hier ausgeführt werden, und an der Stelle würde auch der Aufbau des DOMs quasi unterbrochen werden halt, und dann geht es dann halt im Anschluss weiter. Ne? Das ist für einige Skripte sicherlich sinnvoll, die dann so schnell wie möglich zwar asynchron geladen werden, aber so schnell wie möglich ausgeführt werden, ich sag mal Tracking und so weiter. Aber manche Skripte brauchen im Prinzip gar nicht direkt den Rendervorgang unterbrechen sozusagen, weil sie dann halt im Anschluss erst irgendwas machen oder erst on-click und so weiter. Ne? Also könnten die quasi auf jeden Fall halt verzögert geladen werden, ja? Also parallel mit dem Attribut Defer würde quasi die Ausführung des Skriptes so lange stoppen, bis halt das DOM aufgebaut ist. Ne? Und das wollen wir ja auch erreichen quasi, gerade jetzt für den Thema Barrierefreiheit, dass dann halt das DOM schon mal aufgebaut ist, dann kann eine Accessibility Tree aufgebaut werden und eine Ausgabe kann stattfinden halt an den
nichtsehenden User. Ganz spannend ist auch, dass Safari in der aktuellsten Version alle asynchronen Skripte auf jeden Fall halt deffert, um es mal so zu sagen. Also auch wenn ihr Async rangibt, also als Attribut halt beim Laden, Safari wird quasi so lange warten, bis das DOM aufgebaut ist, also das Verhalten wie bei Defer. Das ist jetzt relativ neu in der Version 14 halt, und das ist durchaus spannend, halt diese Entwicklung zu sehen halt, ne? Thema natürlich zusammenfassen, das ist, glaube ich, bekannt, das sehe ich auch in den meisten Fällen, dass das halt gemacht wird halt, ne? Also um die Requests zu verhindern, ne? Also viele Requests zu verhindern, ne? Das ist auch nicht neu, das gibt es eigentlich schon immer. Wir tendieren aber dazu, dass wir dadurch auch wiederum Probleme kriegen. Teilweise ist es gar nicht nötig durch HTTP2, aber es hat auch Vorteile weiterhin, ne? Die Sache ist, dass die Webseiten oder Webanwendungen halt größer und größer werden, komplexer werden halt, ne? Und dann ist es ganz natürlich, dass halt immer mehr Code hinzukommt und das Bundle halt immer größer wird halt, ne? Ich lade zwar dann nur eine Datei, aber die muss ja dann halt auch noch runtergeladen werden, ne? Und ausgeführt werden. Wenn diese dann halt quasi im Cache ist, dann hat es sicherlich auch Vorteile, aber nicht immer ist das halt die beste Art und Weise. Also da muss man nochmal hinschauen, inwieweit man das Bundling dann halt nicht nochmal optimieren kann in mehrere kleinere Bundles oder sogar halt einzelne Dateien. Das hat teilweise Vorteile und Nachteile halt. Das kommt ein bisschen auf die Seite an, auf die Anwendung an, wie genau das strukturiert ist. Generell zu sagen, Bundling ja, aber aufpassen, dass es nicht zu groß wird halt, ne? Der Punkt ist einfach, auch weniger JavaScript shippen, also weniger dem Nutzer quasi, vor allen Dingen, wenn es dann gar nicht benötigt wird für die Seite, vielleicht sogar gar nicht auf der Seite benötigt wird, ne? Also es kann sein, auf der Startseite brauche ich es nicht, aber auf der Kontaktseite wird es gebraucht. Ja, okay, Caching im Browser auch ganz gut und schön, aber es wird häufig viel zu viel Code im Prinzip in so ein Bundle gepackt, was überhaupt nicht gebraucht wird. Und das ist definitiv nachteilig halt für auch für die Accessibility halt, ne? Weil auch die Screenreader immer warten, bis quasi JavaScript verarbeitet wird und dementsprechend dann erst was ausgeben halt, ne? An der Stelle wird häufig gesagt, wir brauchen aber das JavaScript, lass doch einfach ein Bild weg, dann gewinnen wir 500 Kilobyte, alles schön und gut, ja. Das ist teilweise richtig, ja, wenn das so einfach ist manchmal, ne? Aber man kann es nicht ganz vergleichen. Man kann 170 Kilobyte JavaScript nicht mit 170 Kilobyte JPEG-Bild vergleichen. Ja, die Ladezeit ist die gleiche. Also wenn das Netzwerk das gleiche ist sozusagen, 170 Kilobyte lädt gleich schnell. Danach beginnt aber JavaScript halt erst mit der Ausführung halt, ne? Wohingegen die Bilder einfach mehr oder weniger angezeigt werden. Da ist natürlich ein kleiner Prozess auch dahinter, aber das ist mittlerweile so optimiert und funktioniert so performant, dass das halt in wenigen Millisekunden funktioniert. Beim JavaScript kann es teilweise Sekunden dauern halt, je nachdem, welches Gerät ich so habe und wie viel CPU-Power ich habe, ne, kann es durchaus sehr, sehr lange dauern. Und da sind halt 1, 2, 3 Sekunden schon relativ viel halt, ne. Zu dem Thema hat der Osmani hier eine kleine Studie gemacht halt, ne, 1 Megabyte JavaScript halt auf unterschiedlichen Geräten geladen und wie lange dauert quasi das Parsing von diesem 1 Megabyte JavaScript halt, ne. Und ich versuche das ein bisschen größer zu machen hier. Weiß nicht, wie gut ihr das jetzt erkennen könnt, aber ganz oben, 2017 waren so iPhone 8, MacBook Pro 16, iPad 2017, iPhone und so weiter, die wirklich eine sehr, sehr schnelle Ausführungszeit haben von JavaScript, ne? Und so weiter, bis zu den ganz schwächeren Geräten oder älteren Geräten, die dann halt ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und ein so ein mittleres Gerät hier, das herausgepickt wird, meistens so als, das ist relativ günstig und hat eine ganz gute Performance und eine gute CPU, aber halt nicht die beste und die teuerste halt so. Das ist das Moto G4 von Motorola hier, was in dem Vergleich zum Beispiel für 1 Megabyte JavaScript knapp 1,5 Sekunden braucht, um das zu parsen halt, ne?
einige Geräte sind sehr schnell in 100, 200 Millisekunden halt. Und ihr seht, soweit ihr es erkennen könnt, also da sind Geräte dabei, die brauchen halt teilweise 4, 5, 6 Sekunden halt, gerade die älteren. Und das nochmal ein bisschen aktuellere Grafik hier auch. Als am Beispiel von CNN.com halt, wie lange brauchen diese Geräte halt, um diese Seite hier zu laden, also speziell jetzt JavaScript zu verarbeiten, nicht laden, sondern nur zu verarbeiten. Und da sind teilweise Sekundenunterschied halt. Und das sollte man so ein bisschen auch immer im Hinterkopf haben. Wir haben mittlerweile eine riesen Bandbreite an Geräten da, auch ältere Geräte, auch ältere Desktop-Geräte halt, die nicht ganz so schnell sind. Und das JavaScript muss immer verarbeitet werden halt, ne? Ladezeiten ist eine, Verarbeitung des JavaScripts ist es ein anderes Thema. Ne? Und da versuchen, so schlank wie möglich zu machen oder zu verzichten. Ein paar Neuerungen gab es dieses Jahr noch, da will ich kurz drauf eingehen, halt, die von Vorteil sind, vielleicht erst in den nächsten Jahren, aber wir haben mittlerweile ein neues Bildformat, was sehr gut komprimiert. Das ist das AVIF-Bildformat hier aus einem Open-Source-Projekt hier für AV1-Videos auch entstanden halt. Ne? Können wir mittlerweile halt ein Bild generieren, das unterschiedlich Charaktere auch hat, ähnlich wie WebP halt, kann es Transparenzen halt wie PNG und es kann ganz normal wie ein JPEG komprimiert werden halt. Und es ist sehr beeindruckend, wie viel quasi mit der gleichen also sichtbaren Qualitätsstufe hier quasi erreicht werden kann. Also es wird nicht ganz so gut in der Übertragung zu sehen sein, aber das Originalbild auf der linken Seite, das ist ein transparentes PNG mit 721 Kilobyte, das mit AVIF auf 36 Kilobyte runter komprimiert werden kann mit den gleichen Feature-Set, also weiterhin transparent, den gleichen Qualitätsfaktor-Standard halt sozusagen, viel, viel kleiner. Und da können wir natürlich in Zukunft auch noch mehr rausholen und mehr gewinnen halt dadurch mit einem neuen Bildformat, was halt viel besser noch komprimiert und sogar heute schon eigentlich im Einsatz sein könnte halt, ne, wenn wir das Picture-Element haben. Dann ist es so, dass wir halt über SourceSet und den Typangabe hier sogar schon AVIF in unsere Seite integrieren könnten. Halt. Also dazu sagen Progressive Enhancement. Das ist so ein Thema für die Zukunft. Da hoffe ich, dass wir da mehr damit machen können. Was neu in 2020 endlich auch dazugekommen ist, wir können Lazy Loading für die Bilder endlich nativ angeben, also direkt als Attribut halt fürs Image. Das ist definitiv halt ein Vorteil. Ist leider noch nicht in ganz allen Browsern, also noch nicht im Safari enthalten. IE11 sprechen wir jetzt erstmal nicht davon. In allen anderen Browsern ist es mittlerweile enthalten und im Safari, wenn wir da auch noch so, naja, so ein Jährchen, so ein Jahr warten, dann können wir es da auch endlich komplett nativ nutzen, ohne andere Fallbacks. Das ist schon mal super. So, ich glaube, ich muss mich langsam sputen. Stylesheets ist weiterhin ein Problem. Google möchte, dass wir halt Critical CSS verwenden, was halt nicht so einfach ist halt. Ne? Das kann dazu führen, dass wir Style Recalculating machen müssen halt, was nicht ganz einfach ist für den Accessibility Tree. Ja, da ist auch, wie gesagt, noch ein bisschen schwierig an der Stelle halt. Möglich ist es definitiv. Wir können Critical CSS identifizieren und asynchron nachladen, aber es ist schwierig bei responsive Web Design und größeren Seiten und Caching und so weiter. Da will ich auch nicht ganz so tief drin einsteigen. Wie gesagt, ihr kriegt die Slides. Hier ist noch ein anderer Talk, der genauso lange geht halt sozusagen. Und da sind noch ein paar Dinge mehr beleuchtet zu dem Thema halt. Ne? Möglichkeiten sind da. Also wir können mittlerweile viel machen halt, um das erste Rendern halt zu beschleunigen halt. Ne? Und das ist ein Schritt, meiner Meinung nach der komplizierteste und komplexeste Schritt, aber ja, für kleinere Sachen geht es wunderbar und recht einfach. Für größere wird es schwieriger und da muss man abwägen, ob das halt ein Thema ist. Ihr merkt, ich bin immer schneller geworden, weil wir reden ja über Performance, ne? Und Performance ist halt auch Accessibility und in dem Sinne sage ich danke, dass ihr dabei wart. Danke für die Aufmerksamkeit und vielleicht haben wir noch kurz Zeit
für Fragen. Hi, danke Sven für deinen Talk. Sehr performant. Du bist 5 Minuten zu früh fertig. Nee, Quatsch. Ja. Wir haben auch eine Frage schon von Patrick Neder. Und zwar, ist die Unterstützung des Defer-Attributs noch für andere Browser geplant? Das unterstützen alle Browser. Also das Attribut selbst kann man einsetzen. Das unterstützt, glaube ich, sogar IE9. Das geht auf jeden Fall. Der Unterschied, den ich jetzt, oder was ist jetzt Unterschied, das, was jetzt neu ist im Safari, ist, dass der Safari alle Async, also alle Aufrufe, die mit Async deklariert sind, als Defer behandelt. Also das sind so die Themen halt, das ist neu und ich bin nicht sicher, es kann sein, dass Google Chrome, die arbeiten ja auch und verändern Dinge halt, ob die auch irgendwann sagen, okay, nee, wir machen das dementsprechend mit und vielleicht gibt es dann Async irgendwann gar nicht mehr oder so. Ah, da kommt auch schon die nächste Frage. Kannst du bitte den Link zu den Slides hier einstellen? Also das müsste ja eigentlich, wie du selbst sagst, Julia, am Ende der Konferenz stellen wir das ja hoch, aber ich weiß nicht, also wenn Sven die schon hat, ist das, glaube ich, kein Problem, wenn du die in den Chat stellen möchtest. Ja, also das kann ich machen. Ich kann ein PDF hochladen. Ich habe es selber noch nicht probiert. Ich probiere es einfach mal nachher da hinzuzufügen. Wenn nicht, wie gesagt, wird es ja durch die Konferenz nochmal dann verteilt. Und dann sollte das eigentlich gehen. Genau. Ah, da kommt auch schon die nächste Frage. Bringen Lazy Loaded Images überhaupt was, außer Traffic zu sparen? In Klammern, wird gar nicht geladen, wenn der User nicht runterscrollt. Genau, also Traffic sparen ist ja auch ein guter Grund dafür, ne? Also warum nicht? Warum sollte der Nutzer quasi die Bilder laden, wenn er sie gar nicht betrachtet, weil er da nicht hinscrollt halt? Also definitiv sollte man das machen. Es ist nicht auch nicht immer so leicht, ne? Also die Frage ist, ja, wann wird es denn hinterhergeladen? Also wann ist denn das Lazy Loading? Dann sieht man ja bei den jetzigen Anwendungen halt, die mit JavaScript funktionieren, halt manchmal so ein Delay, wo man denkt, naja, jetzt warte ich dann halt, dann hättest du doch mal gleich geladen halt. Das sind so Dinge, die man sicherlich im Auge behalten muss, was die User Experience an sich betrifft, aber halt rein von der, was muss der Browser runterladen und was gerade bei mobilen Geräten halt, was braucht er vielleicht nicht runterladen, weil der Nutzer scrollt gar nicht 3 Kilometer tief, also sollte man schon in Betracht ziehen, ja. Super, vielen Dank. Mehr Fragen haben wir im Augenblick auch nicht. Ja. Hast du eigentlich die morgen noch einen anderen Talk? Ich habe heute Nachmittag noch. Jetzt? Okay. Genau, heute Nachmittag 14:30 Designsysteme, also mehr CSS. Designsysteme mit Storybook. Also würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid halt und bis dahin sage ich schon mal danke, dass wir hier jetzt rausgeschmissen werden. Aber da kommt noch eine Frage, wenn wir noch Zeit haben, können wir die gerne noch beantworten. Wie sieht's aus? Ja, klar, können wir machen. Ich lese kurz vor. Bezüglich dem CLS-Wert, der in die Page-Speed-Werte mit einfließt. Heute bauen wir zunehmend feste Heights oder andere Hacks ein, damit wir den Cumulative Layout Shift vermeiden, um letztlich gesehen zu werden. Es hat den Preis, dass wir damit zunehmend die Vorteile neuer CSS-Technologien wieder verbauen. CLS ist also ungleich Innovative CSS. Vielleicht nicht unbedingt eine Frage, aber vielleicht Diskussionsbedarf. Das sehe ich allerdings anders. Also zumindest ist das halt definitiv, also den Layout-Shift sollte man, wenn es geht, halt vermeiden. Ne? Feste Höhen hat jetzt erstmal gar nicht zwingend damit was zu tun, wenn die quasi, wenn wir dann nur von der Aspect-Ratio ausgehen halt. Ne? Also da wir ja CSS und Responsive bauen mit irgendwie Prozentwerten und Angaben halt, geht es im Prinzip darum, dass wir halt dem Browser schon mal mitteilen, was dann die Original Aspect Ratio halt ist von einem Bild oder von einem anderen Element halt. Ne? Und mit CSS können wir ja dann halt das dementsprechend halt größer und kleiner skalieren halt. Und diese Information nutzt dann der Browser halt, um mal schon diesen Platz freizuhalten, ne? Also diese 100% und dann halt dementsprechend angepasst. Also das ist definitiv was wir halt nutzen sollten. Deswegen, da bin ich jetzt nicht gar nicht so
sicher, was der Danny denn jetzt damit meint. Ja. Vielleicht geht er ja nochmal drauf ein. Ja. Dann haben wir noch Max Mühlbauer. Irgendwann wurde gesagt, dass man Content am besten nicht mit JavaScript aufbauen sollte. Wie geht das mit SPA-Frameworks, Vue, React etc. zusammen? Ja, statisches Rendern, serverseitiges Rendern. Also klassisch, wie wir es eigentlich bisher immer gemacht haben, das bieten ja mittlerweile alle Frameworks auch an halt, ne? Was das betrifft, also ne, es sind so Dinge halt, es stellt sich immer die Frage, sollte ich meine Webseite, ne, mit einem SPA-Framework wie React halt rendern halt. In den meisten Fällen würde ich zu Nein tendieren, aber es kommt natürlich drauf an, ne, depends. Generell ist aber halt dort auch die Bestrebung halt, na klar, ich rendere das erstmal auf dem Server, habe halt quasi eine statische Ausgabe, vielleicht auch direkt schnell für ja, assistive Technologien und für Screenreader und so weiter und übernehme dann halt mit JavaScript diese Seite. Das Übernehmen kann allerdings auch wehtun. Also da habe ich auch schon Beispiele gesehen, halt, was da nicht zuträglich war. Halt. Generell ist zu sagen, statisch rendern, immer gut. Klassisch, schnell, einfach. Der Server Roundtrip ist sicherlich ein Thema und deswegen gibt es ja auch SPAs halt und es gibt sicherlich Szenarien, wo halt eine Single-Page-Application mehr Sinn macht, also eine Anwendung im Gegensatz zu einer Webseite und so weiter, SEO, bla bla bla. Also ja, das ist definitiv weiterhin ein Problem und immer generell ist zu sagen, immer wenn JavaScript im Spiel ist, hat man mehr Aufwand, das performant hinzukriegen als ohne oder mit weniger. Ich will es jetzt nicht ganz verteufeln, aber das ist definitiv, hat man mehr Anstrengung damit. So, genau, das mal kurz zusammengefasst. Ja, danke schön. Also Danny hat nochmal geantwortet, allerdings sind wir jetzt tatsächlich etwas über der Zeit. Ja. Ich weiß nicht, ob du Zeit hast, vielleicht noch kurz in den Chat vielleicht mit ihm noch eine Diskussion zu führen oder mit ihm sich zu unterhalten. Ansonsten ja. Würde ich mich tatsächlich schon mal verabschieden und in die nächste Session rennen. Ja, ich versuche genau, ich versuch da noch mal ein bisschen dran zu bleiben halt. Ne? Muss allerdings dann auch ein bisschen weiter, aber das kriegen wir schon noch im Laufe des Tages. Super, vielen Dank, Sven. Also der Chat bleibt ja auch offen. Also der ist ja ein ganzes Jahr lang offen, auch genau wie die Sessions dann danach da sind. Man kann da gerne weiter diskutieren, wenn die Zeit da ist. Können wir machen. Vielen lieben Dank, Sven. Alles klar, dann sage ich Dankeschön. Ciao.